Das Panel heißt Kunst versus Kommerz, Talente im Zwiespalt. Ich freue mich auch, dass wir hier den Schluss machen dürfen bei der Green Actors Lounge. Das ist unser letzter Panel und ich bin sehr, sehr happy, also auch überhaupt, wie es gelaufen ist. In einer idealen Welt würden alle Künstler und alle Kreativen in Projekten mitspielen, die sie auch selber gern sehen würden. Aber wie wir alle wissen, ist es nicht immer die Realität. Deswegen, wo legt man seine eigenen Prioritäten fest und seine eigenen Werte? Kann man sein Image verändern oder vielleicht seine Einstellung? Das ist die Frage. Ich bin Bo Rosenmüller, war lange freie Casting-Direktorin. Heute arbeite ich im Bereich Artist Relations mit Künstlern und als Coach. Dieses Thema ist mir wirklich ein sehr persönliches Anliegen, weil ich merke, dass viele Künstler und Künstlerinnen damit eine große Auseinandersetzung haben. Was darf ich, was darf ich nicht? Insofern bin ich froh, mit meinen Gästen heute vor und hinter der Kamera darüber zu sprechen. Ich danke, dass ihr da seid. Ich stelle euch eben kurz unsere Gäste vor. Das ist Conny Walter. Bevor sie an der DFFB Regie studiert hat, war sie schon beim Film. Sie hat unter anderem als Beleuchterin, als Regieassistentin und als Produktionsassistentin gearbeitet, hat viele, viele Auszeichnungen innerhalb der letzten 20 Jahre eingesammelt und leichte Komödien liegen ihr ebenso wie schwere Dramen mit hyperaktiven Schulkindern und toxischer Männlichkeit. Darüber erfahren wir gleich mehr. Du drehst seit Jahren auch grün, du engagierst dich sehr dafür. Conny, dein letzter Film hieß Rüden oder heißt Rüden immer noch und es ist eine Art Psychostudie mit Straftätern, also aggressiven Straftätern und Hunden. Darüber werde ich gleich nochmal ein paar Fragen stellen. Schön, dass du da bist. Nancy Julius in den Farben. Da, genau. Nancy kennt beinahe jeden Bereich der UFA, ist seit ca. 17 Jahren da als Volljuristin mit Schwerpunkt auf Wirtschaftsrecht, also in der Rechtsabteilung, dann lange im Vertrieb und jetzt Geschäftsführerin von We Are Era. We Are Era ist eine 360-Grad-Agentur, aka DiviMove, aka UFAX und aka UFA Lab. Also das ist immer noch dieselbe Agentur. Genau. Ihr seid sowohl Produktionsstudio als auch Talentagentur, vertretet international ca. 1500 Künstler, Künstlerinnen in Europa, in ganz Europa und ihr fördert Persönlichkeitsentwicklung. Macht quasi aus Künstler, Künstlerinnen Marken. Wie das genau funktioniert, erzählst du uns auch gleich. Herzlich willkommen. Tom Lass. Schon im Teenageralter stand er als Schauspieler vor der Kamera, inzwischen über 70 Produktionen. Du hast vor ca. 10 Jahren dein Regiedebüt Papa Gold gemacht. Seitdem drehst du sehr viel improvisiert, also es ist ein improvisierter Low-Budget-Film gewesen. Du bist sowohl Regisseur, Autor, Produzent, Editor und Hauptdarsteller, zumindest auch an den anderen Filmen, die du gemacht hast. Deine Projekte bezeichnest du als absichtliches Zufallsprodukt und hast gerade eine Instagram-Serie abgedreht mit Luna Wendler, was ganz spannend zu erfahren ist, und machst immer noch Wedler. Luna Wedler, stimmt. Wendler. Luna Wedler. Entschuldigung, sorry, Luna. Und du leitest noch Improvisationsgruppen. Ich freue mich, dass du da bist. Nein, ist gut, auf jeden Fall. So, dann habe ich noch Milan Peschel. Warte, Milan. Eigentlich gelernter Theatertischler. Und Milan hat als Bühnentechniker gearbeitet im Theater, bevor er an der Ernst Busch Schauspiel studiert hat. Du bist dem Theater nach wie vor treu, sowohl als Schauspieler als auch als Filmregisseur. Und nach dem Film Halt auf freier Strecke hast du sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viele Preise bekommen. In der Zwischenzeit drehst du sehr viel Mainstream auch, also zumindest hast du dich einem breiteren Publikum geöffnet. Im Moment bist du mit gleich mehreren Filmen im Kino. Das ist einmal Je suis Cal und Beckenrand-Sheriff. Außerdem bist du leidenschaftlicher Maler, was ich ganz toll finde. Herzlich willkommen. So,
Ich beginne etwas provokativ mit einem Zitat von Hildegard Knef. Sie hat nämlich gesagt, das Geld geht, die Schande bleibt. Ich weiß, es hört sich hart an. Aber darauf bezieht sie sich nämlich auf einen eigenen Film, in dem sie mitgespielt hat, wissentlich, dass die wirtschaftlichen Argumente etwas stärker waren als die künstlerischen. Und deswegen würde ich gerne irgendwie mit der Frage oder mit der ersten Frage bei dir, Tom, einsteigen. Was denkst du darüber oder was macht es mit dir? Vielleicht kannst du einmal aus Sicht eines Schauspielers und einmal aus Sicht eines Besetzungsentscheiders sagen, also Regie oder Produktion, was du ja auch machst. Oh je, das ist mir jetzt aber ganz schön überfallen. Ja, finde ich erstmal ein super spannendes Thema. Ich habe auch versucht, darüber nachzudenken, gerade jetzt so die spitze Gegenüberstellung Kunst versus Kommerz. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so eine Definitionsfalle jetzt tappen und lange darüber reden, was genau Kunst ist oder was Kommerz ist. Vielleicht ist das ja auch ein Spektrum eher oder etwas, was ja irgendwie auch koexistieren kann oder sich gar nicht gegenseitig ausschließt. Ich mache es ganz kurz, mache aber mein ganzes Leben. Wie der Name, Tom Lass. Genau. Also als ich angefangen habe mit der Schauspielerei, kam ich da per Zufall rein und hatte dann irgendwann auch den Anspruch, einfach nur die Projekte zu machen, die ich richtig toll finde. Und dachte auch, wenn ich nur gut genug bin, spiele ich immer nur noch Hauptrollen. Und da war ich 15, als ich das dachte und musste dann sehr schnell feststellen, dass das so nicht funktioniert und dass ich durchaus auch einfach irgendwann Rollen annehmen muss bei Projekten, die ich vielleicht selber nicht gucken würde, einfach nur, um überhaupt Erfahrung zu sammeln oder Geld zu verdienen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, selber Filme zu machen und bin jetzt neben der Schauspielerei auch Regisseur. Und da hatte ich auch den Anspruch, nur die Filme zu machen, die ich auch selber gucken wollen würde. Und ich muss aber auch Projekte machen als Auftragsregisseur und bin inzwischen froh darüber, dass ich das auch machen kann. Und zumindest habe ich da das Glück, dass ich jetzt bei keinem Projekt sagen muss, oh Gott, ich schäme mich, dass ich das gemacht habe. Aber es sind vielleicht einfach auch Projekte, wo ich inzwischen froh bin, dass ich nicht für alles verantwortlich bin und dass ich neben diesen Projekten, für die ich kämpfe, für die mein Herz blutet, eben auch zwischendurch Projekte mache, bei denen es einfach darum geht, dass ich weiter Erfahrung sammle, mich in der Branche etabliere und natürlich auch einen Unterhalt zahlen kann. Das ist gerade etwas, was für mich so funktioniert. Aber ich kenne als Schauspieler diesen Schmerz, irgendwo zu sagen, ich mache da mit, aber ich kann mich damit gar nicht mehr identifizieren. Ja, und ich hoffe, dass ich als Regisseur nicht in diese Situation komme. Okay, das wäre dann die zweite Frage, wie du sozusagen als Regisseur, Besetzungsentscheider damit umgehst. Genau, dann da ist es so, weil wir vorher auch kurz darüber gesprochen haben, da bin ich dann auf der anderen Seite. Als Schauspieler habe ich das kennengelernt, dass ich natürlich die ganze Zeit in einer Bittstellerposition bin und irgendwo gewollt werden muss, bis man natürlich irgendwann am Punkt ist, dass man bestimmte Projekte auch absagen kann. Und als Regisseur bin ich auf der anderen Seite und habe natürlich viel damit zu tun, dass viele SchauspielerInnen von mir besetzt werden wollen, aber natürlich auch es Schauspieler gibt, mit denen ich gerne arbeiten würde. Und da würde ich aber jetzt nie eine Unterscheidung machen zwischen, ist das, also es gibt keinen Kunst- oder einen Kommerz-Schauspieler. Okay, dann bin ich jetzt nochmal provokativ, ja. Und stell dir vor, eine enge, gut befreundete Schauspielerin, mit der du arbeitest, hat das Angebot, ins Dschungelcamp zu gehen oder sich für den Playboy fotografieren lassen. Was würdest du ihr denn raten? Naja, da wir ja gute Freunde sind, ich und diese, würde ich jetzt gar nicht, würde ich gar nicht, das hat keinen Applaus verdient. Kann ich erstmal aus meiner Perspektive sprechen, sondern erstmal, was ist gut für dich und natürlich auch darüber, ja, wie wird darüber geurteilt? Und jetzt ist natürlich vielleicht das Dschungelcamp ist sicherlich etwas, worauf viele Leute kritisch blicken, vielleicht deutlich kritischer als auf den Playboy. Mich würde das nicht beeinflussen. Naja, das ist jetzt aber auch, also okay, das ist halt das wirklich die Frage so. Also, ja. Na gut, dann gebe ich mal die Frage so ein bisschen an Nancy weiter, jetzt gar nicht irgendwie konkret diese Frage zu beantworten, sondern ihr arbeitet ja auch viel mit dem Image von Künstlerinnen. Wie glaubst du denn, kann man das beeinflussen oder verändern? Ich würde einmal noch mal ganz kurz auf dein Zitat zurückkommen, weil das hat was mit mir gemacht, weil ich so dachte, ja, weil da kommen natürlich sehr viel Vorbehalte und Unsicherheit vielleicht auch her. Ich gehe da ja sehr leicht ran und sage, super, welche Möglichkeiten wir heute haben, und diese Schande, die hast du ja quasi selber in der Hand, weil du hast ja mittlerweile auch
die Möglichkeit, dich selber darzustellen, deine eigenen Communities aufzubauen, in diesen Communities auch zu zeigen, wer du bist. Und insofern diese, also Schande, das, also so ein es ist auch ein altes Wort und ich glaube, damals hat natürlich Hildegard nicht diese Möglichkeiten gehabt. Genau, aber deswegen kann man das ja ein bisschen leichter sehen und sozusagen, ich sehe es ja erstmal nur positiv, was man heute für Möglichkeiten hat und ich sehe das zunehmend auch, ja, also Künstler aus, also wir arbeiten wirklich mit allen Künstlern zusammen und ich unterscheide da auch nicht, ob sie jetzt, wie wir sagen, born on social sind oder nicht, oder, ne? Also das maße ich mir nicht an und wenn aber klassische Künstler zu uns kommen, dann ist es oft wirklich die Frage oder eine Unsicherheit, wie zeige ich mich und dann ist es an uns zu definieren, auch für welche Themen und Werte steht jemand und was kann jemand glaubwürdig, langfristig erzählen und hat auch genug Passion, vielleicht auch genug Mut und dann jemanden da auf der Reise zu begleiten und mitzunehmen, um zu sagen, guck mal, die Möglichkeiten sind ja heute vielfältig und ich bin nicht nur in dieser Auftragssituation, das hat sich ja deutlich verändert gegenüber früher, da sehe ich auch unsere Aufgabe, da nicht nur Brücken zu bauen, sondern auch zu beraten und zu begleiten. Mhm. Gut. Milan, als du angefangen hast mit Til Schweiger und mit Matthias Schweighöfer zu drehen, du kommst aus dem klassischen Schauspiel, also aus dem klassischen Theaterbereich, kamen sehr viele kritische Stimmen. Das hatte mir damals deine Agentin erzählt, dass so das Arthouse sagte, oh je, jetzt können wir mit dem nicht mehr drehen. Was, hast du das mitbekommen? Ah, und hat dich das gut, super, ja, finde ich gut. Also wir hatten damals eine Diskussion darüber, so nach dem Motto, was hat das mit deiner Qualität zu tun? Als Schauspieler? Keine Ahnung. Ja, wenn die der Meinung sind, dann ist es so. Dann kann ich das wahrscheinlich auch nicht ändern. Ich weiß ja nicht, was meine... Also meine Qualitäten als Schauspieler, die werden ja über andere definiert. Ich definiere mich ja nicht selber und verkaufe mich da nicht. Ich sage irgendwie, ich kann besonders traurig gucken, besetzt mich oder so. Ich kann gut stolpern. Das mache ich ja nicht. Also... Das, okay, dann die Frage ist, war dir das bewusst, dass das, eine, dass das sozusagen vielleicht einen Aufschrei auf daran, der nee, Seite bekommt? Kommt? Ja, aber weiß ich nicht, ist mir auch egal. Also ich bin ja Schauspieler und kein Vermarkter meiner selbst, ich will spielen, ne? Und ich möchte halt in verschiedenen Sandkästen spielen und wenn ich das Angebot kriege und das nicht umsonst machen muss, also warum soll ich es nicht machen? Ja, also ich habe ja ich habe keinen Masterplan für mich irgendwie, wie ich jetzt nach außen hin wirken soll oder aus welcher Schublade ich rauswinken soll. Also in Schubladen werden wir Schauspieler immer nur von anderen Leuten, die von außen drauf gucken, irgendwie gesteckt. Und wenn man dann, ich finde es schwierig, wenn man anfängt, sich selber in dieser Schublade zu halten, also sich selber so zu kontrollieren. Ich finde, wir sollten alle viel mehr ausprobieren und in viel mehr Genre reingehen, unterschiedliche Genre, dann würden wir auch diese ganzen Grenzen irgendwann aufheben und es würde alles viel fließender werden. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Applaus wert. Ja. Absolut. Total. Ja, ich denke auch, das ist, also ich habe mich gefragt, ob das ein typisch deutsches Problem ist oder typisch deutsches Phänomen ist, dass wir so stark zwischen Kunst und Kommerz unterscheiden. Ich weiß auch, als ich die Moderation sozusagen vorbereitet habe, bin ich selbst darüber gestolpert, wie absurd eigentlich das Thema ist. Aber trotzdem fangen wir immer an zu unterscheiden. Und ich habe mich lange damit jetzt irgendwie beschäftigt, die letzten Wochen, und merke, dass es immer noch ein Thema ist. Ja, man verbaut sich damit auch so viel und alles wird so ernst und so bitter irgendwie. Also, ja, ne? Aber das ist zum Teil auch deutsches Autorenfernsehen, ist ernst und bitter. Das ist genau das, was ich mich frage. Warum geht deutscher Autorenfilm nicht auch mit Leichtigkeit und mit Unterhaltung? Warum muss es immer tragisch, ernst, wortkarg sein? Ist es vielleicht ein typisch deutsches Phänomen? Vielleicht willst du antworten, Conny. Was denkst du denn darüber? Wir wollen ja diskutieren, ne? Ja. Was denke ich darüber? Also erstmal ist die Frage, wer ist das Arthaus? Wer ist es? Wer sind die? Du hast gesagt, das Arthaus. Und du hast gesagt, die. Es gibt ja eine Kategorie im Kinofilm, das heißt Arthouse-Kino. Ja, wer macht die? Wer ist es? Ist das eine feste Gruppe, die man labeln kann? Oder ist es fließend? Wie fest ist meine Identität? Wie sehr ist meine Identität wandelbar über die Zeiten?
Ja? Du sagst, du willst dich in der Schublade stecken. Weil, warum nicht? Weil du dich wandeln möchtest, sonst wärst du kein Schauspieler. Ja, also was ist denn überhaupt Schauspielerei? Weil man eine Form nicht reicht, eine zugewiesene Rolle nicht reicht, weil man das Gefühl hat, dass man viel mehr sein kann, fühlen möchte, werden möchte, darstellen möchte. Es ist ja irgendwie eine innere Notwendigkeit. Und da kommen wir dann zur Schande oder so. Die Frage ist doch, also wenn man jetzt Kunst und Kommerz dahinstellt, ist doch nicht die Frage, wir wollen ja alle gesehen werden, wir wollen ja alle in Resonanz, sonst würden wir doch uns in dieser Branche gar nicht bewegen. Ja? Die Frage ist doch, was ist meine Absicht dahinter? Warum tue ich das? Wenn meine Absicht mit mir, also mit dem, was ich bin, zu dem Zeitpunkt, wo ich es mache, weil wenn es fertig ist, bei mir waren es 8 Jahre, bin ich eine andere gewesen oder kann ich eine andere werden? Das ist halt so. Und die Frage ist, wenn ich eine Absicht habe, der ich treu und ergeben folge, dann bin ich stimmig mit mir, ja, dann bin ich authentisch. So, und das ist erstmal, glaube ich, wichtig. Und dann kann ich mir nichts vorwerfen. Und als Schauspieler schon mal gar nicht, weil ich habe nicht die Kontrolle über das Endprodukt. Ich bin ein Part. Ja, und den mache ich so gut, wie ich überhaupt nur kann. Ich glaube, dass man allerdings die Kontrolle hat, wie man nach außen wirkt. Ich denke schon, dass man sich darüber Gedanken macht. Das ist ja keine Lenkung von außen. Ich denke, dass man es sehr wohl beeinflussen kann. Aber nicht, wenn du im Film mitspielst. Das kannst du nicht wissen. Du kannst nicht wissen, wie dieser Film vermarktet wird. Du kannst letztlich nicht wissen, ob das ein Film wird, hinter dem du wirklich ganz stehen kannst. Mhm. Ich will doch nicht alles kontrollieren. Wenn ich in einem Film mitspiele, möchte ich nicht jedes Detail meines Kostüms oder meiner Maske oder wie ist jetzt der Schnitt oder wie ist die Szene aufgelöst, wie sieht die scheiß Kameraeinstellung aus. Ich will das gar nicht alles kontrollieren. Dann bin ich ja nur noch damit beschäftigt und gar nicht mehr mit dem Spielen. Weißt du? Also dann bin ich nur noch mit mir als Produkt eben beschäftigt. Ja. Conny, dein letzter Film Rüden, ich hatte das vorhin schon erwähnt, du hast 8 Jahre an dem Film gearbeitet. Hört sich für mich eher nach einem Herzensprojekt an. Wie schwierig war es denn, letztendlich die Sender und die Geldgeber davon zu überzeugen? Das ist schnell zu beantworten, das war relativ einfach. Das Geld kam erstmal relativ schnell bis zu einer bestimmten Stelle und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen aber mehr, weil wir die Idee hatten, dass wir es in einer bestimmten Form machen wollen würden. Und die ist natürlich herausfordernd gewesen. Natürlich sage ich für die, die wissen, was ich da getrieben habe. Und da wurde es dann schwierig mit dem Geld. Aber das war jetzt nicht so das Problem. Aber zum Thema Kontrolle kann ich nur sagen, um den Bogen zu schließen zum vorherigen, ich habe gelernt, die Kontrolle nicht mehr haben zu können bei diesem Projekt. Das ist eine krasse Erfahrung gewesen als Regisseurin. Nochmal, du hast die Kontrolle. Ich habe gelernt, dass ich die Kontrolle nicht haben kann, dass ich sie nicht behalten kann bei diesem Projekt. Mhm. Ging nicht, weil es prozessorientiert war. Weil ich mit aggressiven Hunden gearbeitet habe und mit Männern, die ein massives Aggressionsproblem haben. So. Und ich fand das, wir hatten ein Vorgespräch, das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe es auch irgendwie, glaube ich, danach ein paar Mal erzählt, dass du das Experiment, ich nenne es mal Experiment, mit Schauspielern probiert hast aus der Filmhochschule. Und aggressive Hunde reagieren auf Aggression, aber natürlich nicht auf gespielte Aggression, sondern die haben genau gemerkt, da ist gar keine Aggression, also was will er mir jetzt sagen, ich bin völlig uninteressant. Und bei Straftätern, deswegen hast du, korrigier mich, wenn ich es falsch sage, bei Straftätern waren die Hunde sofort irgendwie alert. Nicht Straftätern, das sind ja nur die verurteilt sind, sondern Menschen, ja. die Gewalterfahrung ja. Ausgeübt haben und erlebt haben, das sehen die Hunde, ja. Also vor allen Dingen ausgeübt haben, bist du weiß dein Körper, wie es geht, sozusagen. Ja. Und deswegen gibt es natürlich auch Schauspieler, die das können. Aber die meisten, gerade jungen Menschen, und ich brauchte junge, haben halt dann doch in Deutschland eine recht lineare Biografie, was ja auch schön ist, dass man nicht unbedingt so heftige Gewalterfahrungen machen muss in jungen Jahren. Ja. Aber mit den Hunden wäre es nicht gegangen. Genau. Wie viele Projekte hast du in der Zeit abgesagt, als du dein Herzensprojekt gemacht hast? Na, da kommen ja dann nicht mehr so viel, weil das ja alle wissen. Also in dem Moment, in dem du in dem Slot drin bist, Förderung und so, ich weiß, das kann ich gar nicht sagen, ja, ob da noch wirklich so viel kam. Also meine Agenda hat dann immer abgesagt. Und also ich meine, klar, davon kann man nicht wirklich gut leben, das ist vollkommen klar. Aber das ist wieder die Frage, die für mich dahinter steht. Was ist meine Absicht? Was will ich? Ja? Und wenn ich das mache, weil das ein Thema ist, das für mich wertvoll und wichtig ist, und dann gehe ich auf diesen Weg. Und dann muss ich einfach gucken, dass ich da mir selbst treu bleibe, selbst auch wenn ich die Kontrolle verliere. Das ist das Einzige, was ich tun kann, damit ich hinterher mich nicht schäme, weil schämen heißt ja psychologisch, ich bin falsch. Und wenn ich sage, ich bin falsch, dann
dann habe ich keinen Platz mehr für mich. Und das ist ungesund psychologisch. Also von daher habe ich immer sehr genau darauf geachtet und eine ziemlich gute Psychohygiene betrieben, weil sonst hätte ich auch baden gehen können bei dem Thema. Das stimmt schon, ja. Absolut. Nancy, in einem Interview hast du mal gesagt, Wear Era bündelt das Beste aus Talent, Reichweite, Content unter einem Dach. Kannst du vielleicht ein Beispiel sagen, wie ihr das macht? Ja, also ist ja auch die Frage, was das heißt. Wir sind ja so eine bunte Mischung aus verschiedenen, sage ich mal, Geschäftsbereichen. Und idealerweise sozusagen kommt das bei uns auch alles zusammen. Also auch da gibt es jetzt keine Schublade. Ja? Also es gibt nicht die eine Beschreibung, wer wir sind und was wir tun. Und dann aber zu sagen, wir versuchen das ideal zu bündeln. Ne? Also wir haben einen Fokus natürlich auf Künstlermanagement, aber haben auch ein Contentstudio, machen eine Reichweitenvermarktung. Und wenn dann alles zusammenkommt, wir sind ja auch Teil von Bertelsmann und können dann das Netzwerk nutzen, dann ist das natürlich ideal. Also einfach zu gucken, dass wir, wenn wir mit Künstlern arbeiten, auch dieses Netzwerk nutzen. Wir haben kürzliches Beispiel, wo man sagt, jemand ist zu uns gekommen, hat sich mit uns auf die Reise begeben, ja, neue Themen zu erschließen und hatte oder hat eine Passion, Christoph, für Fußball und Musik und dann zu sagen, wir veröffentlichen zusammen eine Single, wir gehen weiter, wir gucken, dass er als Host, in dem Fall war es ein TikTok-Fußballformat, stattfindet und dann ausgehend davon wieder zu gucken, ergeben sich daraus Kooperationen, jeweils mit Themen, für die er steht. Wo er einfach sagt, dass ich habe Spaß daran, ich glaube, und dieser Spaß und diese Glaubwürdigkeit und am Ende eine bewusste Entscheidung. Ja, es ist geht immer um eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, wie Milan sagt, ist mir doch egal. Oder eben zu sagen, ich verfolge damit was, ich bin damit mir im Reinen, ich traue mich, ich bin mutig, let's go. So. Ja, super. Ich habe auch das Gefühl, dass es zum Teil bei den Creatern viel mehr darum geht, was aus sich selber sozusagen seine eigene Passion zu finden, ist ja auch ein anderer Ansatz letztendlich. Ja, vor allen Dingen, also der Unterschied ist ja gegenüber früheren Stars oder auch klassisch, dass ich im Kontakt mit meinen Fans, meiner Community bin. Also dass ich mir, direkter. Dass ich Interaktion bin, dass ich Feedback bekomme, dass ich sozusagen auch mit der Community mich entwickeln kann, Themen setzen kann, fragen kann. So, und das ist schön und manchmal auch schwierig zugleich, das ist ganz klar, aber ich kann es selber besser steuern, ja, wer ich sein oder nicht wer ich sein möchte, sondern für was ich stehen möchte. Mhm. Ja, und, oder auch für alles gut. Also das ist alles eine alles bewusste Entscheidung heutzutage und ich finde es aber ein bisschen ist schwieriger geworden, weil die Möglichkeiten ja auch so vielfältig sind. Ja, und ich dann merke, was passiert mit dem, wenn ich das mache, das sind ja genau die Themen, wo man sagt, da müssen wir Beratung leisten und sagen, lässt sich verbinden und ich bin der Meinung, die Dinge lassen sich heute wunderbar verbinden. Mhm. Das heißt, eigentlich verschwimmen auch die Grenzen so total, ein bisschen. Total. Das ist natürlich auch ein, klar, das Zitat ist heute nicht mehr zeitgemäß, aber dennoch ist es natürlich ist ja gut, ein ganz guter... Total, also das zeigt ja so im Kern auch, wo die Angst und Unsicherheit steckt. Mhm. Tom, ich würde gerne auf dein Projekt, dein letztes Projekt zu sprechen kommen. Das war eine Instagram-Serie mit Luna Wedler. Richtig. Und eigentlich ein Thema, was überhaupt nicht so im Digitalen, finde ich aus meiner Sicht nicht so richtig ins Digitale passt. Die Serie heißt Ich bin Sophie Scholl. Und es ist eine Instagram-Serie, die hat mittlerweile, ich habe gesehen, der Kanal hat schon fast 1 Million Follower. Mich würde jetzt die Entstehungsgeschichte interessieren. Ich kam relativ spät zu dem Projekt dazu. Da gab es eine Ausschreibung vom SWR, bevor ich überhaupt da war, und verschiedene Produktionsfirmen haben eben ein Konzept geschrieben, wie sie die letzten 10 Monate von Sophie Scholl auf Instagram darstellen würden. Und als ich dann dazu kam, ging es eben darum, dass ein Regisseur gesucht wurde, der das umsetzen konnte. Man muss dazu auch klar sagen, es gab ein Vorgängerprojekt, ein Vorbild aus Israel, das heißt, hieß Eva Stories, ein ähnlicher Ansatz über ein junges, 13-jähriges jüdisches Mädchen, das quasi, während die Nazis einmarschieren, das aus der Selfie-Perspektive so dokumentiert und auf Instagram teilt. Was ich, als ich das gehört habe, erstmal irgendwie befremdlich fand und wenn man sich das dann aber anguckt, entstand bei mir sehr schnell der Effekt, das ist aber irgendwie diese Ästhetik, die wir alle kennen aus der heutigen Zeit. Und auf einmal sieht man dabei historische Bilder oder was wir sonst nur aus dem Geschichtsunterricht und in Schwarz-Weiß kennen, was so weit weg wirkt.
in Farbe und aus dieser Perspektive. Und das und hat auch mit mir so eben so kurz erzählt, ne? Also eigentlich sehr schnelllebig erzählt auch. Ja, und das hat dann wirklich was mit mir gemacht und dann fand ich das auch erstmal eine spannende Idee und eine große Herausforderung und das war dann erstmal meine Aufgabe, dieser schieren Masse an Material, die wir dann in sehr kurzer Zeit herstellen sollten, alles historisch und dann da waren sehr viele technische Hürden, auch inhaltliche, was da alles besprochen wurde, wie man da rangehen könnte. Waren auch Vorschläge im Raum, die ich sehr fragwürdig fand, dass zum Beispiel Sophie Scholl einfach von einer Influencerin gespielt werden soll. Hauptsache, sie hat möglichst viele Follower. Ich dann auch dachte, na Moment mal, das sollte wirklich hier nicht die oberste Messlatte sein. Wir brauchen jemanden, der dieser realen historischen Figur, die dann von den Nazis ermordet wurde, auch gerecht werden kann. Und da kann ich nicht einfach nur die Anzahl der Follower ausschlaggebend sein. Da gab es viele andere Diskussionen, wo ich teilweise sehr hart kämpfen musste, weil es auch irgendwie darum ging, wie trifft man den richtigen Ton. Aber auch technische Herausforderungen. Das war alles geschrieben, wie ein normales Drehbuch, aber letztendlich hatten wir ja nur eine Perspektive dieses Handys. Die Protagonistin hat quasi ein Handy in der Hand, filmt entweder sich selbst oder was sie sieht, kann in der Szene vielleicht einmal umdrehen, oder jemand anderes hat das Handy, aber du kannst nicht auflösen. Das hat den Dreh sehr aufwendig gemacht, war dann letztendlich aber eine sehr gute Erfahrung. Aber auch sehr mutig, also ich würde es jetzt auch nicht beim SWR verwurzeln. Darüber kann ich jetzt innovativ. Das ist auf jeden Fall, ich kann nicht genau sagen, wie das da entstanden ist. Ich glaube, es hat einfach damit auch zu tun, dass das 100-jährige Sophie Scholl-Jubiläum war von ihrem Geburtstag und dass man da natürlich sich gefragt hat, was können wir machen. Und da war, glaube ich, dann, aber da war ich nicht dabei, eben auch diese Idee, das hat da bei Eva Stories gut funktioniert, sollen wir das probieren. Wobei man dann schon wieder sagen muss, da unterscheiden sich die Projekte dann auch schon in der Umsetzung. Ja. Naja, weil um jetzt noch irgendwie den Bogen zu schlagen zu der Diskussion, die wir haben Kunst und Kommerz, und da ist ja dann auch so die Frage einerseits, was du vorher, finde ich, ganz richtig gesagt hast, Authentizität, dass man sich eben nicht schämen muss, dass man sagen kann, das bin ich oder das ist wahr und dass das auch mein Anspruch war. Ich möchte auf gar keinen Fall bei so einem Thema dann dastehen und sagen, ich war verantwortlich für etwas, was ich vollkommen falsch finde, was geschichtsverzerrend ist oder beschönigend oder in irgendeiner Form. Und gleichzeitig ist natürlich auch der Anspruch da, dass es in irgendeiner Form erfolgreich ist. Daher kamen ja auch die Stimmen von, ja, wir brauchen Darsteller mit vielen Followern, weil über die kommen dann das Publikum und verschiedene andere Argumente. Und da dann immer die Zwischenlösung zu finden oder halt die Balance zu finden. Natürlich haben wir dann auch Schauspielerinnen besetzt, die schon eine gewisse Anzahl an Follower hatten, aber das war nie das Ursprungsargument, sondern erstmal war, passen sie für die Rolle. Und dann war das aber oft natürlich in der Thematik nochmal ein zusätzliches Argument, was, glaube ich, gerade bei einem Format, was auf Instagram ausgestrahlt wird, dann so relevant ist. Und das ist halt ja eine Realität, glaube ich, die im Besetzungsprozess jetzt immer wieder eine Rolle spielt, ja, über die man natürlich diskutieren müsste. Absolut. Ich stelle jetzt mal eine These auf, Milan, vielleicht in deine Richtung, weil du ja quasi aus, ich sage jetzt mal, der Kunst, also dem klassischen Theater kommst. Mir ist aufgefallen, dass der Weg von Kunst zum Kommerz funktioniert, aber mir fallen wenig Beispiele ein, dass Leute sozusagen von der kommerziellen Seite auch also jemand, der bei GZSZ spielt, wird es schwer haben, irgendwann mal in einer Volksbühne zu spielen. Was denkst du darüber? Also du bist ja jemand, der durchaus irgendwie gestaltenwandlerisch unterwegs ist. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich möchte natürlich lieber mit meinem Freund Martin Wuttke in der Volksbühne auf der Bühne stehen, als mit einem Kollegen, der seine sämtlichen Berufserfahrungen bei GZSZ gesammelt hat. Also er hängt schon mit dem Stimmvolumen zusammen und mit einer Frage, also mit dem Bewusstsein über die eigene Wirkung. Ich finde das einen schwierigen Vergleich. Ich finde es auch so. Okay, denkst du dich aber, dass man dass es in Deutschland immer noch sehr stigmatisiert ist? Oder warum ist es so? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe das ja, ich beobachte das auch. Also ne, man hat es öfter, dass Leute, die im Theater angefangen haben, dass die dann
irgendwann auch von Filmleuten gesehen werden und dann auch besetzt werden. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, als das ganz anders war. Ich bin in der DDR aufgewachsen und in Ostberlin hat man die Schauspieler, die in Ostberlin auf der Bühne standen, die hat man alle auch irgendwann in irgendwelchen Filmen gesehen. Ne? Also es gab zwar auch ein festes Darstellerensemble beim ostdeutschen Fernsehen, beim Fernsehen der DDR. Die hatten ein richtiges festes Ensemble und die haben dort auch gespielt, aber das wurde immer wieder angereichert mit Leuten, die auch in Kinofilmen gespielt haben, die Theater gespielt haben. Und finde auch hier diese Trennung total uninteressant. Ich wäre sehr dafür, dass sich das mehr mischt. Ich habe öfter in Gesprächen mit Kollegen, die gesagt haben, die viel drehen, auch festgestellt, dass die sagen, ja, ach, das interessiert mich auch gar nicht, unbedingt Theater zu spielen. Manchmal aus Angst, manchmal auch wegen der Reichweite, weil da eben nur so wenig Leute kommen, weil es ja so eine Nischenkunst irgendwie ist. Also das war so mein Eindruck, den ich da hatte. Aber ich habe es auch erlebt, als ich angefangen habe, als Schauspieler Filme zu drehen, so in so kleinen Rollen besetzt zu werden. Oder ich erlebe es auch bei Kollegen, die am Theater sind, dass es ganz oft daran scheitert, dass es feste Drehpläne gibt und dass für bestimmte Schauspieler die Terminpläne bestimmter Schauspieler werden die Drehpläne dann irgendwann angepasst. Andere Leute werden einfach ausgetauscht, ausgewechselt, weil es auch wahnsinnig viele gibt einfach. Es gibt einfach unglaublich viele Schauspieler und ist auch schön. Es gibt auch unglaublich viele Gute und es gibt ganz viele Gute, die gar nicht gesehen werden. Und dann gibt es aber auch wieder, also es gibt ja in Deutschland das Prozedere an Schauspielschulen, dass man, dass es so eine Aufnahmeprüfung gibt, ne? Also dass da Leute sitzen, die ein Talent beurteilen irgendwie. Die können richtig oder falsch liegen, das zeigt sie immer erst später. Aber es gibt eben auch Schulen, wo Leute angenommen werden, weil sie dafür zahlen. Also die zahlen für ihren Traum im Prinzip. Und diesen Traum gibt man ihnen, indem sie, keine Ahnung, was man zahlt an privaten Schulen. Und die haben dann aber oft auf dem Berufsmarkt überhaupt gar keine Chance. Einfach nur, also ich habe das erlebt auch. Mir hat das eine Schauspielerin erzählt in Magdeburg am Theater. Die sagte, ich kriege keine Vorsprechen an anderen Theatern, weil die sehen, ich bin an einer privaten Schule ausgebildet worden. Genau, und da sitzen aber andererseits sind ja auch super tolle Leute, die auch da sind, gibt's tolle Leute, natürlich. Und die, genau, das ist ja eigentlich das Dilemma, dass die keine Chance bekommen, sich irgendwo vorzustellen. Und wo können wir, an welcher Stellschraube können wir denn da drehen, um das zu verändern? Ja, schwierig. Besser hingucken vielleicht. Also besser hingucken. Sich mehr interessieren, den Blick ein bisschen erweitern. Besser hingucken aus Schauspielersicht, wo ich mir eine Ausbildung mache? Nee, besser hingucken die Leute, die das besetzen letztendlich. Ja, die besetzen und die, ja. Okay, aber wie kriegen wir dieses Stigma aus den Köpfen raus? Und drüber reden, immer wieder drüber reden. Ich wollte gerade schon provokativ sagen, warum sitzt du hier, wenn das Thema eigentlich Kunst versus Kommerz total blöd ist? Das ist ja kein blödes Thema. Also das in den Raum zu stellen, ist doch gut. Ja. Also ja, und darüber zu reden eben. Ja, ich glaube. Ja, es darf geklatscht werden zwischendurch, damit wir es ein bisschen auflockern hier. Ich glaube eben, ja, also das ist eben schwierig, gerade wenn das so streng angewandt wird, dass Leute immer sagen, du warst an einer staatlichen Schauspielschule, das ist irgendwie ein Qualitätsmerkmal und jetzt jemand, der an einer privaten war, die haben dann gleich weniger Chancen. Wobei da gibt es ja auch immer wieder diejenigen, die trotzdem Karriere machen. Oder ich zum Beispiel habe keine klassische Schauspielausbildung und deswegen wäre für mich jetzt vielleicht der Einstieg ins Theater auch schwerer. Kenne aber auch, es gibt ja auch immer die paar Quereinsteiger, die ohne eine klassische Ausbildung am Theater spielen. Aber wenige. Und ich kenne viele, die einfach so viele Chancen hätten oder vielleicht besser sind, als die auf einer staatlichen waren. Aber letztendlich, also die Ausbildung allein ist ja auch dann, sagt nichts darüber, wie gut du bist oder vielleicht wie gut du am Anfang der Ausbildung bist, wie gut du am Ende bist oder im Laufe deiner Karriere. Und es gibt ja sehr, sehr viele Quereinsteiger oder viele, die eben wie ich einfach in Kinderjahren angefangen haben zu drehen. Und ich war dann irgendwann an dem Punkt, so als ich Abi gemacht habe, mich zu fragen, will ich jetzt studieren oder nicht? Und habe dann nach langem Hin und Her eigentlich entschieden, ich will aus dem Freiheitsgedanken nicht studieren, weil ich kam gerade aus einer Institution, wo mir Leute vorgesetzt werden, die mir
an die ich dann gebunden bin, die mit mir umgehen und sagen, sie sind meine Lehrer. Und ich habe dann einfach gemerkt, das möchte ich jetzt gerade nicht. Und manchmal ärgere ich mich, weil ich mir dadurch ein paar Möglichkeiten verbaut habe. Auf der anderen Seite bedeutet das dann auch, sofort weiterdrehen zu können. Aber ich kenne sehr, sehr viele Leute, die sehr gut im Drehen sind, natürlich nicht so viel am Theater, die auch nie eine klassische Ausbildung gemacht haben. Und das, die Ausbildung sagt nichts über die Qualität aus. Und deswegen, weil du auch gesagt hast, ja, die Leute müssen mehr hinschauen, da kommen ja auch diese anderen Elemente zum Tragen. Oft ist es bei der Besetzung dann gar nicht so sehr, was hat der oder die für eine Ausbildung, weil sie vielleicht gar keine haben, sondern eben kennt man die schon von dort und dort. Und, okay. Und da das ist heißt, ja auch da, wieder. Das ist nochmal ein anderer Weg, den man eigentlich einschlagen könnte. Das ist da natürlich auch kommt immer zum Beispiel wieder We're Era. Also wir können halt die Offenheit der Leute nicht herbeischreien, ja. Also ich meine, wir hatten das vorhin auf dem Diversity-Panel, da fragt man sich auch, wieso nochmal? Ja? Warum ist das immer noch so? Warum ist es noch in den Köpfen? Warum ist die das Brett vorm Kopf teilweise da? Warum ist man, öffnet man sich nicht? Deswegen finde ich ganz spannend. Ich meine, ich glaube, am Ende ist ja so Perspektivwechsel. Ne? Durch Sophie Scholl hattest du jetzt einfach auch nochmal Kontakt oder auch mit Schauspielern, die Reichweite schon mitbringen oder die Diskussion darüber. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, genau die Diskussion und die Offenheit und dann ist es eine Frage der Zeit, wie immer. Wann die Offenheit da ist oder wann die Diversität da ist und ob ich jetzt im Moment die Quote brauche oder nicht, um einfach Dinge anzustoßen, Reibung herbeizuführen und so weiter. Und ich glaube, deswegen, die Diskussion darüber ist ja schon mal super. Ja, man muss halt dazu, so ein Schauspieler, eine Schauspielerin bringt ja auch einen gewissen Marktwert mit sich. Ja, und im Idealfall würden wir das ja vergessen. Wir würden einfach sagen, nee, wir wollen einfach nur die beste Person für die Rolle. Das wäre ja der Traum. Aber es spielt ja dann auch eine Rolle bei einer Besetzung, egal ob jetzt für Kino oder fürs Fernsehen. Das ist ja immer noch auch ein Produkt. Genau. Und wir wollen so die Frage, wollen wir nur Kunst machen? Das soll gar kein Produkt sein, das ist egal, wie viele Leute das sehen. Oder soll es möglichst gut sein, aber trotzdem auch Leute erreichen? Und da fängt man halt immer an, diese Kompromisse zu gehen. Aber dann verschwimmen ja vielleicht die Grenzen auch durch die Digitalisierung. Ich meine, ihr macht sowohl für Arte als auch für Content für Kondomhersteller. Und das ist ja schon irgendwie ein breites Spektrum. Ja, und das Kreativthema total und Spaß Und das ist dabei. Eine Webserie gewesen, richtig? Also es ging um Content. Genau. Also am Ende auch da Storytelling, ja. Und deswegen, also ich meine, sehr spannend, dann wenn wir für... In dem Fall war es Durex, so ein Branded Content Piece machen und das ist keine klassische Werbung und die Kreation das super findet, weil auch da sie sich mal aus der Komfortzone bewegen oder eben andererseits für Arte, ich bin da wahrscheinlich zu breit, also wir als Firma und ich zu offen als Person, dass ich irgendwie denken würde, warum nicht? Also wenn das geht, ist doch super. Stimmt, das Film ist natürlich noch was anderes, als wenn man sein Gesicht dafür... Klar. Nein, aber deswegen sage ich ja, also und das ist ja, also wir müssen ja auch respektieren, sonst ist ja alles nicht glaubwürdig, ja, wie weit jemand gehen will oder was er machen will und der Austausch darüber ist total wichtig. So und wenn ich am Ende sage, finde ich gut, kann ich für stehen, keine Schande, also kein Schmutz, so, ne, alles super. Also es ist einfach, ich finde, der Diskurs ist mir halt an der Stelle am wichtigsten. Und jeder soll das so entscheiden, wie er das für sich gut findet und auch vertreten kann. Und letztendlich, du machst ja auch quasi Projekte, Conny, um deine eigenen Projekte zu realisieren. Also viele, ich nehme an, in den 8 Jahren wirst du auch noch was anderes gemacht haben, während du dein Herzensprojekt gemacht hast. Ich habe am Anfang, in dem ersten 2012, habe ich einen Film gemacht. Das war Zappelphilip. Mhm. Das war das mit den überaktiven Schulkindern. Ja, und dann habe ich einen Film noch gemacht mit Senta. Das ist interessant, mit Senta Berger. Und den mögen wir beide nicht. Also schämen wusstet ihr das schon vorher gesagt. Oder erst im Nachhinein? Nee, wir wussten das nicht vorher. Wir wussten das nicht vorher. Aber das war dann, das ist eine traurige Erfahrung, weil wir hatten einen ganz tollen Film gemacht zusammen und wollten unbedingt nochmal miteinander arbeiten. Und dann kam dieses Projekt und das hatte halt schon so eine lange Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte war eigentlich hohl, weil es eine Fortsetzung war von einem erfolgreichen Film. Und die Hohlheit bestand darin, dass man einfach mit diesen Figuren einfach nochmal
weiter was erzählen wollte. So. Viel mehr gab es da nicht. Und dann hat Senta sich halt in den Vertrag reinschreiben lassen, das ist nur macht, wenn ich die Regie führe. Und ich habe dann gedacht, okay, wir kriegen da was hin. Habe ich auch gehofft und hatte auch eine Idee. Aber wir sind da tatsächlich, also klar, erstmal war die Vorlage war nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt ein super geniales Drehbuch oder so. So, ich wollte trotzdem was draus machen und dann sind wir aber tatsächlich da nicht weiter zusammengekommen. Ja, beide nicht. Wir haben es gemerkt, wir haben es beim Drehen gemerkt. Das ist total interessant, haben auch jetzt nochmal einen ganz langen Mail-Austausch gehabt und haben, da merkt man, wie tief das auch geht, weil das sind so persönliche Wunden. Im Außen hat das eigentlich gar niemand gemerkt, weil es sollte ja eh nur sozusagen Unterhaltung sein, so für 2015, sag jetzt mal nur, weil Herr Elschott damals gesagt hat, ich meine, der Titel war vollkommen falsch, er hat schon die falsche Perspektive gehabt. Und jetzt nennen wir ihn auch. Jetzt muss ich noch Ja, genau, die Hochzeit meiner Eltern. Das ging aber um Senta Bergers Hochzeit. So, die hat ja schon ein bestimmtes Alter. Ja. Und das war halt einfach, weil es gab einen Perspektivwechsel. Und dann haben wir gesagt, alle, die wir daran beteiligt waren, haben gesagt, hey, wir müssen doch den Titel verändern. Da waren wir alle einig. Und der Elschott gesagt, zitatfähig, hat gesagt, nein, das ist, dieser Titel ist statisch und geheimnislos und deswegen soll er so bleiben. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich das begriffen. Statisch und geheimnislos, darum geht's. Okay. Und dann hat er gesagt, ich soll noch mehr von meinem Hund reinschneiden. Und damit hat er mich natürlich gekriegt, weil mein Hund war schwer krank, das war sein hündisches Vermächtnis. Dann habe ich gesagt, na gut, dann schneide ich da noch ein bisschen mehr von meinem Hund rein. Also es war für den Hund mehr oder weniger. Was? Es war für den Hund. Ja, also naja, das war wie gesagt, das ist jetzt kein so ein... Nicht für die Katze. Nein, es war für den Hund, genau, es war wirklich für den Hund. Das ist neben Senta Berger, so mit seinem eigenen Namen da im Titel zu sein, das muss man mal schaffen als Hund, ja. Er hat das geschafft. Ja, das ist jetzt nicht, der Film ist okay, also ich schäme mich nicht für den Film, aber wir wollten beide eben mehr. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, manchmal passiert das, das ist mir selten passiert beim Drehen, da ist es uns beiden passiert und ich bin sicher, die Senta würde da genauso offen drüber reden, sonst könnte ich das auch nicht sagen hier, weil sie ist sehr offen in dieser Hinsicht. Und ja, das ist aber trotzdem eine unheimlich gute Erfahrung, weil du merkst, okay, da hatten wir eine Vision, die war eine gemeinsame Vision und hier finden wir die nicht, hier geht es auseinander. Und dann, und das ist vielleicht interessant, weil das hat auch was mit Drehbüchern und Gehalt zu tun, wonach greifst du dann, wenn du diese gemeinsame Vision, die dich antreibt, nicht hast, dann greifst du natürlich zu dem konventionelleren. Und das haben wir, glaube ich, beide gemacht. Also ich habe mein gutes Handwerk gemacht und sie sagt, ach, ich habe eine Brezel gespielt, hat sie immer mal gesagt. So, ne? Aber ja, und dann haben wir natürlich das Beste getan, was wir tun konnten, weil wir wollten es ja zusammenbringen. Aber es ist jetzt keine Sternstunde des deutschen Fernsehens, dieser Film. Kann man einfach so sagen. So, das war der Film, den ich dann noch gemacht habe. Und dann hatte ich die Schnauze erstmal voll. Dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich die Rüden. Genau. Und ja. Und dann habe ich nichts mehr gemacht. Also dann habe ich ganz am Ende habe ich dann nochmal einen Tatort gemacht, das war kurz vor der Herausbringung. Das habe ich gemacht, ja. Aber das war es dann auch, ja. Wir kommen langsam zum Schluss unserer Gesprächsrunde. Ich würde gerne nochmal quasi in die Runde fragen, was würdet ihr jungen Nachwuchsschauspielern, Schauspieler, Schauspielerinnen mit auf den Weg geben als Advice? Nancy, ich fange einfach mal bei dir an. Ich soll anfangen. Also als Advice, also die Glaubwürdigkeit, also ich bin so ein bisschen Mut, ne? Also ich finde, heute darf man durchaus und muss man durchaus mutig sein und sich für sich festlegen, was sind meine Themen und will ich mich mit den Themen zeigen. Also und einfach darüber zu reflektieren und zu überlegen, woran habe ich Spaß, was interessiert mich. Was macht mir langfristig Spaß, das stärker zu reflektieren im Zusammenhang mit den Möglichkeiten, die es eben heute gibt. Und dass am Ende des Tages die Rolle wird entschieden nach wie vor nach dem schauspielerischen Talent oder eben auch der Passgenauigkeit zur Rolle. Hoffentlich. Ich sehe, ja, und das ist ja auch so... Ist ja auch, so soll es ja auch sein. Ja. Das verbietet aber nicht, dass ich zusätzlich mich noch zeige. Also ich glaube, die Dinge schließen sich nicht mehr so aus und die Angst davor, dass ich, wenn ich mich als Person zeige, dass irgendwas oder Einfluss darauf haben könnte, welche Rollen ich spiele, das,
das sehe ich als Thema und da glaube ich, muss man individuell entscheiden auch, was dann das richtige Maß und das richtige Rezept ist. Und deswegen denke ich, so diese Offenheit für die Themen, der Spaß daran und ja, am Ende des Tages eine große Reflektiertheit, aber die schadet ja nie, nicht im Leben, nicht im Schauspiel, einfach darüber zu reflektieren, was kann ich, was will ich, wer bin ich und wie mache ich es. Danke. Tom, was würdest du als Rat noch mitgeben? Gott. ich glaube, ja, da kann man wahnsinnig viel dazu sagen und ich glaube, es kommt ja immer irgendwie auch auf den Einzelfall an. Ich würde auch gerne irgendwas Positives sagen, wie Mut geben. Ich habe natürlich auch viele, viele Gedanken. Also wenn man noch gar nicht damit angefangen hat, noch die Wahl hat, würde ich eigentlich eher den Leuten davon abraten. Weil die meisten Leute, die wirklich Erfolg hatten, den finde ich, ja, die hatten auch viel Glück. Und dann läuft es halt irgendwie und dann entwickelt es sich weiter. Und ich habe auch sehr viele Leute scheitern sehen, oder die hatten zwar den Glauben daran, die wollten unbedingt, haben auch alles dafür getan, aber manchmal ist es halt einfach, es klappt halt nicht. Und das Schmerzhafte daran ist, glaube ich, dass es gibt nie diesen Schlusspunkt. Es gibt nie irgendwie so, jetzt habe ich das und das und das versucht und hier habe ich die Linie gezogen, jetzt ist es vorbei. Also der Traum von der Schauspielerei, der platzt nie. Der verschimmelt ganz langsam. Oh, wow. Das hört sich, ich hoffe, wir kriegen noch was Positives hier zusammen. Oh nein. Aber das Positive, was ich dazu sagen kann, ich finde... Oh Gott, Tom. Naja. Aber hey, nur Mut. Nur Mut, aber hey. Weiter. Ja, aber ich... Ich muss auch sagen, es macht mich wütend, wenn dann halt auch Leute sagen, vor allem Leute, die viel Erfolg haben, die sagen, du musst es einfach nur wirklich wollen. Und so, das macht mich wütend. Das ist so Quatsch. Aber trotzdem gibt es natürlich Dinge, die man tun kann. Ja, aber in manchen Fällen ist es auch so. Ich habe gerade irgendwie eine wunderschöne Dokumentation mit Barbara Streisand gesehen über ihre Biografie und trotz natürlich allen Konventionen. Also, und sie wollte es einfach und sie wusste, sie muss dahin. Und so ein Kampfgeist lohnt sich auch. Ja, es gibt ja auch viele Erfolgsgeschichten. Okay, dann ist das doch ein positiver Schluss. Also, ja, ich bin aber noch nicht fertig. Ich will von diesem Schimmel weg. Ja, davon komme ich noch weg, weil, fand ich ganz richtig, wie du gesagt hast, dass man irgendwie bei sich bleibt, wahrhaftig ist, dass man nicht, um irgendwie Jobs zu bekommen, anfängt, sich zu verbiegen oder... und dass man irgendwie halt, ich habe auch irgendwann gemerkt, man hat manchmal einfach einen Typ und dann passt du halt für bestimmte Rollen eher und wirst immer wieder für die angefragt und für bestimmte andere nicht. Und das kann man auch embracen. Und mir ist das deutsche Wort nicht eingefallen. Und ja, darin ist ja auch eine große Chance. Da fällt mir so ein Zitat ein. Der junge Jim Carrey hat Sean Connery gefragt, was muss ich tun, damit ich nicht immer Typ besetzt werde, damit ich nicht immer nur das Gleiche spielen muss. Und Sean Connery hat irgendwie wohl zu ihm gesagt, first you have to get them that they want you to do it again and again. Das fand ich irgendwie... Ja, ich denke auch. Ja, ich finde, macht das keinen Mut? Also sich erstmal in die Schublade stecken lassen und dann daraus was Neues. Die anderen stecken dich in die Schublade und du kannst ja immer noch zwischen den Schubladen springen. Ja. Eine Schauspielerin hat mal gesagt, lieber in der Schublade als vorm Schrank stehen. Insofern. Ja? Conny, vielleicht noch irgendwie etwas Positives. Wenn es da schimmelt in der Schublade, ist natürlich scheiße. Scheiße. Oh nein, dass du das noch tauchst, wundert mich nicht. Conny, was Positives bitte. Ich habe irgendwie jetzt so diese, mir diese Rolle so zugeschustert, so back to black. Keine Ahnung, also ganz ehrlich, ich finde, Erfolg wird überbewertet. Also, es ist einfach so. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Erfolg überbewertet wird. Worum geht es denn am Ende? Also was macht mich glücklich? Ja? Persönlich. Und da geht es um Freiheit. Ich möchte spielen können, was ich spielen will. So, das ist eigentlich die Grundlage. Deswegen brauche ich Erfolg, dass ich spielen kann, was ich spielen will. Aber ansonsten geht es doch darum, dass du wächst mit jedem Ding, was du machst. Also deswegen habe ich das vorhin auch erzählt, weil, hey, durch diese Krisen, in denen ich gesteckt habe, habe ich doch viel mehr gelernt, als wenn ich da so glatt sozusagen auf der Sahnehaube mitgeschlittert wäre. Es war so, ja. Und das macht mich zu dem, was ich bin. Und wenn ich mich dabei mitnehmen kann,
Das ist wichtig, weil wenn ein Erfolg zu schnell kommt, dann kann ich da auch, dann kann er mich auch anschieben, dann stolper ich die ganze Zeit und dann wäre ich ihm nicht gerecht. Das ist, ich glaube, das ist das Schlimmste überhaupt, einen Erfolg zu haben, den man gar nicht aushält. Also ganz ehrlich, ein Erfolg ist dann am besten, wenn man sich mitnehmen kann, wenn man immer, und das Leben ist lang und verschlungen, wer weiß, was hinter der nächsten Ecke kommt. Also offen bleiben, bei sich bleiben und an sich glauben, ja. Gut, sehr positiv. Milan, möchtest du noch was Positives beitragen? Naja, ich würde eine ähnliche Kerbe schlagen. Also wichtig ist, also zu überprüfen, bin ich glücklich bei dem, was ich mache. Und wenn ich unglücklich bin dabei, dann muss ich das beenden nehmen, bevor es eben anfängt zu schimmeln oder so. Ja? Also so ich, naja, ich kenne auch Kollegen, die irgendwann aufgehört haben, ne? Oder für die war es richtig, dass sie auf der Schauspielschule zum Beispiel gesagt bekommen haben, ey, das ist vielleicht doch nichts für dich. Und die dann eigentlich ganz froh waren mit der Entscheidung. Und das, also mein Gott, also deswegen ist das Offenbleiben eben richtig Erfolg. Also was heißt schon Erfolg? Mein Gott, ey, das kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man guckt. Also für Leute, die aus Afrika abhauen, ist es Erfolg, wenn sie es schaffen, hier ein Visum zu kriegen oder hier ein Zuhause zu bekommen, weißt du? Also wir müssen so mal so auf dem Teppich bleiben und so das ganze Bild betrachten und also wenn man am Theater spielen kann oder drehen kann oder, keine Ahnung, seinen Kindern irgendwie Quatsch vormachen kann und die lachen darüber, ist auch schön. Ja. Also die Frage ist, was man möchte in dem Moment und wie steckt man sich irgendwelche Ziele? Ist es überhaupt gut, sich Ziele zu stecken und ständig irgendeinen Masterplan zu haben oder so? Sondern ist nicht viel besser, immer versuchen, so im Moment zu leben und da so das Beste draus zu machen? So halt. Und wenn, ja. Ich glaube, das kann jeder für sich letztendlich entscheiden. Und das ist ein super Schlusswort. Ich würde sagen, danke für das inspirierende Gespräch an alle. Und ich hoffe, ihr habt alle so ein bisschen Denkanstöße oder vielleicht auch etwas für euch persönlich mitgenommen. Danke nochmal. Ich bitte Nancy jetzt noch ganz kurz hier zu bleiben auf der Bühne. Wir haben nämlich gleich ein Announcement zu machen. Ihr seid auch alle eingeladen, hier zu bleiben. Ganz herzlichen Dank, Milan Peschel, Conny Walter, Tom Lass. Danke für eure Inspiration und euren Input. Danke. Genau, wir nehmen die Stühle mit runter. Gedacht, das wäre noch jemand anders. Okay. Ist noch, hört ihr mich noch? Ja, wir sind noch on. Ja. Es kommt keine Show-Einlage, keine Sorge. Nee. Schade. Ich verschwinde so, jetzt in der Wand. Stehen wir einfach so hier? Ja, sollen wir? Was soll ich jetzt sagen? Ich muss sagen, Film ab. Genau. Film ab? Das ist jetzt noch nicht der Applaus wert. Die vielleicht ahnen, was kommt. Na, es gibt welche, die ahnen, was kommt und einige, die vielleicht noch nicht ahnen, was kommt. Aber die mich kennen, die wissen, dass ich seit einem Jahr von nichts anderes mehr spreche. Deswegen, ich bin sehr aufgeregt. Nancy, du musst jetzt übernehmen. Jetzt bin ich auch aufgeregt. danke, Bo. Du kamst mit der Idee. Ja? Und das passte perfekt, weil wir auch neue Wege im Künstlermanagement gehen wollten. Und ich glaube, unser Ziel war so, also unser beider Ziel war da so neue Wege und auch so einen neuen Ansatz zu finden. Und du hast den ja auch schon gemacht. Aber mit noch zu sagen, Your Era, mit genau. Your Era, genau. Your Era ist eine neue Coaching-Plattform, die wir jetzt hier mit launchen. Genau. Tadam. Genau, und ihr habt auf der Plattform, also im Kern geht es um kreatives Wachsen, weil wir glauben, dass Weiterbildung, ständiges Lernen, Coaching wesentliche Bestandteile sind. Und dann haben wir gesagt, super, ne? Dann machen wir das mit einer Plattform, weil das ist ja heute so in. Und wir haben Video-Workshops, Online-Workshops, Video-Workshops, Trainings, Teacher, die wir letztendlich noch mit dazu holen. Wir wollen auch Live-Workshops anbieten. Genau. Kannst du vielleicht sagen, was das
im Vergleich oder was es besonders macht, was die Plattform besonders macht? Also es ist natürlich viel Praxis, Erfahrung und natürlich auch Wissen, aber vor allem die persönliche Ansprache, glaube ich. Also wenn ich so gucke, die Angebote im Markt, also dadurch, dass wir auch Coachings anbieten, dass wir das gemeinsam mit den Kreativen auch entwickeln wollen und gucken wollen, wo ist der Bedarf. Also wenn ihr heute auf your-era.com geht, dann seht ihr, gibt es schon eine Vorauswahl von Video-Workshops und es gibt auch eine Vorauswahl von Coachings. Aber das werden wir jetzt kontinuierlich erweitern. Und auch die Themen zeigen so ein bisschen den Bedarf. Dass man sagt, Thema Personality-Branding, es gibt zum Beispiel einen Workshop Instagram für Künstlerinnen. Genau. Social Media, Instagram, wir haben einen Workshop mit Sarah Alles, die macht so ein Voice-Workout zum also als Sprechtraining. Wir haben einen zum Thema Casting, einen, der heißt Connect to Your Role, da geht es einfach so Basiswissen, gesammeltes Basiswissen für Schauspieler, Schauspielerinnen. Und dann würde ich sagen... Your Era? Ja. Eure Ära? Und ja, wir stoßen jetzt alle gemeinsam an auf Your Era.